doch noch eine Möglichkeit, ne? So, wir hören auf zu rennen. Ich will nicht zu lange rennen und ich will mir das auch nicht angewöhnen, weil das macht natürlich Lärm, das ist klar. Das kann dafür zu führen. Achso, das geht nur mit Millionenschneider. Oh, den haben wir natürlich jetzt noch nicht. Gut, dann gehen wir halt einfach wieder nach oben. Ich will mir das Rennen nicht angewöhnen, denn wie ich gelesen habe, in der Spielerklärung hört das Alien möglicherweise diesen Lärm, es hat keinen vorprogrammierten Weg, also wissen wir halt auch nicht, wo es sich gerade befindet. Deswegen sollten wir halt auch versuchen, ein bisschen vorsichtig zu sein. Ja, was passiert, wenn wir ihm dann tatsächlich einmal gegenüberstehen? Ich weiß es nicht, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. So, dann gehen wir doch mal eben durch die Luke hier. So, was sind wir denn hier jetzt, le? Sehr dunkel, sehr dunkel. Mann, was ist das für Le... Okay, hier ist eine Wand. Ja? Da kann ich mich nur auf links konzentrieren. Also ich selbst kann... Ah doch, kann ich auch. Ah, habe ich die jetzt echt da oben eingeklemmt? Okay, tut mir leid. Na gut. Schacht öffnen. Wo sind wir denn hier gelandet? Rausklettern. Okay, ich sehe definitiv größere Schäden. Oh Mann. Das sind nur Durchgangssensoren Hier scheinbar. fällt alles auseinander. Ja, das ist richtig. Hier fällt alles auseinander, so wie es aussieht. Hoffentlich hält es noch lange genug zusammen, bis die Torrance mich hier rausgeholt hat. Na gut. Aber liebe Leute, ich mache hier an der Stelle eine klitzekleine Pause. Bin gleich wieder für euch da. Ich weiß noch nicht, wie ich das alles schneiden werde. Ich nehme gerade einfach nur auf. Oh, das kann ich benutzen. Ja gut, machen wir gleich. Nach der Pause, ne? Das sind wir wieder. Ist Servus. So, wir haben hier aufgehört und irgendwas war hier zu benutzen. Irgendwas war hier zu benutzen. Was war denn das? Ah, Moment, hier. Ah, sieh mal einer an. Schrott 15 Stück zum Einsammeln. Keine Ahnung, was ich damit anfangen kann, aber es wird sich mir noch im Laufe der Zeit sicherlich noch offen. Oh, aufpassen. Offenbaren wollte ich eigentlich gerade sagen. So, geschlossene Koffer. Man hat sich hier wohl massenweise auf die Abreise vorbereitet. Was sind das hier für Dämpfe? Amanda hustet hier ziemlich. So, mal ordentlich umschauen. Was haben wir denn hier? Nichts, was wir benutzen können. Gut, dann. Was war denn das? Das war ein Mensch, oder? Sag mir, dass es ein Mensch war. Sag mir, dass es ein Mensch war. Okay, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Das ist das Spaceflight Terminal. Das ist ein Anflug- und vermutlich Abflugterminal, so wie wir es vom Flughafen erkennen. Gott. Was ist das hier für ein Diagramm? Wir bewegen uns mal nicht direkt im Licht. Ich will mal drauf verzichten. Ich habe nämlich Angst. Angst, entdeckt zu werden, vor allem von denjenigen, die mir nur Schlechtes wollen. Und natürlich auch irgendwo vom Alien. So, die Tür hier ist zu. Die da drüben, die geht.
Und bei der hier, mein Gott, was ist denn das? Die hat irgendwie Immigration Office. Ah ja, alles klar. Es passt dir. Moment mal. Scheiße, wie viele Leichen sind das hier? Okay, Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Wenn ich hier einfach Das da mal vorne drüber. muss der Ausgang sein. Gehen Sie durch die Haupttür. Ja, wenn mir das mal irgendwann gelingen sollte oder so. Wartungsheber benötigt. Okay. Hier drüben ist eine intakte Tür. Ich versuche mal nicht so wenig wie möglich über die Leichen drüber zu laufen, weil die Leichen, die wollen natürlich auch irgendwo respektiert werden. Ein gewisser Respekt und Ehrfurcht, den darf man hier gerne entgegenbringen. Was ist das hier? Baggage Claim. Das hier ist wohl irgendwie so Backside oder was? Oder wer oder wie? Ich habe gerade gesehen, da ist ein Energieschalter. Na gut, okay, meinetwegen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Psst, Ruhe, Ruhe. Nicht so laut. Wir brauchen unbedingt schnellstens den Bewegungssensor. In meinen Augen. So, meine Meinung. Mein Gott. Das ist Primary Airlock. Okay. Und wieder einmal irgendein Schloss. Wartungsheber benötigt. Scheiße, was ist das? Ist es das Alien? Ist es schon auf dem. Gott, ich gehe mal in Richtung Primary Airlock. Das ist doch. Oh, hier haben wir ein Bü. Ach du Scheiße. Das, ja, Ionenschneider benötigt. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Warte mal ganz kurz. Können wir hier. Oh, Moment, was ist das? Stockwerk, Legende, verlassen, größer, kleiner, scrollen. Ach, das sind die Türen wahrscheinlich. Gehe ich jetzt mal davon aus. Diese Ausrufezeichen. So, da kommen wir nicht so einfach rein. Plasmaschneider benötigt, Ionenschneider benötigt. Ja, das ist. Kommen wir überall noch nicht hin. Okay, wir sind wieder auf der anderen Seite. Aber ganz ehrlich, das hier führt uns noch zu keinem Ergebnis, ne? Was wie? Okay, ganz cool, ganz cool. Warum bin ich so schreckhaft? Warum? Okay. Gut, hier ist nix. Oh, Moment, was ist das? Hier spricht Turner. Ich habe die letzte Leistungskupplung gefunden. Hat eine Weile gedauert, aber jetzt ist sie aus. Ich muss nur noch die letzte Sicherheitsstrebe anbringen. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre ausgeschaltet haben. Dann können wir endlich abbauen. Verdammte Scheiße. Hier überall Geräusche. Hier das Knarren und. Beeilen Sie sich einfach, okay? Fuck the Marshals. Ja. Lootes will pay. Oh. Das ist eigentlich nicht wirklich das, was ich jetzt gerade lesen wollte. Kirchnerback. Ach, das sind Dings, das sind das ist Munition für Shotguns. Ich höre doch hier irgendwas Sensortechnisches, oder? Ah, zum Verstecken halten. Jetzt verstehe ich, wie das läuft. Ich kenne das eine oder andere Horrorspiel, wo diese
Art Einrichtung, ja, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Langsam, vorsichtig. Da liegt Flüssigkeit auf dem Boden, sieht man an der Spiegelung. Ein Computerraum und wieder ein Tonband. Turner hier. Ich musste mich wieder mit diesem verdammten Suffkopf rumschlagen. Diesmal hat er mit dem Wartungsheber fast die ganze Tür demoliert. Er denkt wahrscheinlich, er ist sicher hier, will sich einschließen. Idiot. Wir haben genug anderes zu tun, als hier Babysitter für Alkis zu spielen. Also habe ich ihn in der Asservatenkammer eingesperrt. Da kann der Mistkerl seinen Rausch ausschlafen. Das war vermutlich nicht gerade die beste Idee, aber okay. Zwei Türen, die möglich sind. Waits LTD lied to us. Waits lied to us steht da umgekehrt auf dem Tisch da drauf. Okay. Ansonsten gibt's ja nichts Besonderes. Na gut, dann wieder eine Tür, durch die wir nicht reinkommen. Wartungsheber benötigt. Sind das alles Dinge, die wir uns basteln können? Fragezeichen. Oh. Shit. Ja. Was ist denn das? Geil. Den hätte ich gerne. So einen hätte ich gerne im Mediazimmer. Geil. Sieht cool aus. Erinnerung an meine Frau? Scheiße. Ball aus Puzzleteilen googeln. was zum Geier? Die Tür ist inaktiv. Ah. Hier kommen wir auf ein neues Deck, so wie es aussieht. Na toll. Ein komplett unerforschter Bereich für uns. Was habe ich denn eigentlich? Ich habe immer noch nur die Leuchtfackel, ne? So, da ist eine Wand, das heißt, wir können uns nach links konzentrieren. Na toll, keine Leiter. Oh, ganz cool. Alles in Ordnung. Keine verdächtigen Bewegungen. Toll. Steam-Errungenschaft freigeschaltet. Die Vermissten. Okay. Was kann ich jetzt mit dieser Karte hier anfangen? Ich meine, ich bin, wenn ich hier nicht durch die Tür komme oder durch sonst irgendwas, bin ich hier relativ eingesperrt, ne? Wartungsheber benötigt. Wie zum Geier komme ich hier raus? Verdammt. Ich sehe auch nichts, ne? Nichts, das ich öffnen kann. Das ist doch wohl ein Witz. Wie komme ich hier raus? Ah, Wartungsheber. Ah, sieh mal an. Lass los. Ich kann das, Scheiße. glaube ich, besser Uah. gebrauchen. Ja, sicherlich. Strebe entfernen. L und R links.
LS links. Ah. Also LTRT und LS links auf dem Xbox Controller. Okay. Willst du mich gerade verarschen oder was? Wer hat diesen Wagen umgeschubst? So, LTRT und LS links. Scheint wohl immer das gleiche Prinzip zu sein. Okay, was haben wir denn? Was? Moment, stopp.